Herzlich willkommen beim Thema Lärmreduktion und Prävention in Kindergärten. Ich darf Sie sehr herzlich im Namen der WIG, der Wiener Gesundheitsförderung, sowie des Netzwerks Gesund im Wiener Kindergarten begrüßen. Heute am 19. Oktober 2023 hat ein Webinar zu diesem Thema stattgefunden und wir hatten über 200 Teilnehmerinnen aus 7 Trägerorganisationen aus dem Elementarbereich zu Gast. In Folge sehen Sie jetzt eine Kurzzusammenfassung, die wir für Sie aufgenommen haben. Und wir hoffen, dass Sie oder auch Ihre Teams in den Wiener Kindergärten mit dem Thema Lärmreduktion und Prävention durch unsere Expertinnen sehr viel Spaß und Erfolg haben werden. Ich darf Ihnen die beiden Expertinnen, die uns heute hier zur Verfügung standen, noch einmal vorstellen. Es ist auf der einen Seite Sonja Prachtl. Sie ist Psychologin und Kindergartenpädagogin. Sie war selbst Leiterin eines Privatkindergartens. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität für Weiterbildung in Krems, auch besser bekannt als Donau-Universität. Und als Arbeits- und Organisationspsychologin wird sie Ihnen einige theoretische Grundlagen zum Thema Lärm- und Geräuschkulisse berichten. Katharina Musialek ist uns aus Deutschland zugeschaltet. Sie ist Strategiemanagerin, Psychologin, Bildungswissenschaftlerin und zertifizierte Lernraumentwicklerin. Sie arbeitet heute im Forum Kita-Entwicklung im Haus der kleinen Forscher, eine Institution, die unter diesem Namen nicht mehr bekannt ist, sondern als Kinderforschen, ein Fortbildungsprogramm für Pädagoginnen und Fachkräfte im Elementarbereich bietet. Und sie wird Ihnen in der zweiten Folge dann einiges an Tipps und Tricks weitergeben. In diesem Webinar am 19. Oktober haben wir auch eine Umfrage unter den Teilnehmerinnen gemacht. Und die erste Frage, die wir gestellt haben, lautete: Wie ist denn für die Wiener Kindergärtnerinnen die Geräuschkulisse in der eigenen Arbeit? Nicht belastend, etwas belastend, sehr stark belastend oder stark belastend? Sie sehen hier den mittleren Bereich am stärksten ausgeprägt. Und mit dieser Frage gebe ich gleich an unsere erste Referentin Sonja Prachtl weiter. Inwiefern entspricht das auch der wissenschaftlichen Arbeit, die Sie leiten? Ja, also das Ergebnis hier aus der Umfrage bezüglich der Geräuschkulisse in der Arbeit, stimmt auch mit Ergebnis aus wissenschaftlichen Untersuchungen zu Belastungsfaktoren in Kindergärten überein, weil es wird immer wieder genannt in Untersuchungen, dass Lärm einer der Hauptstressfaktoren ist. Und wenn Sie zur nächsten Folie weitergehen, hier möchte ich auch noch erwähnen, dass man bezüglich der Auswirkung von Lärm, also der Lärmwirkung, zwei Arten unterscheiden muss. Das wäre die orale Lärmwirkung und die extraorale Lärmwirkung. Die orale Lärmwirkung betrifft die direkte Schädigung des Gehörs, die dann auftritt, wenn bestimmte Lärmgrenzwerte überschritten werden. Das wäre zum Beispiel der gehörgefährdende Wert von 85 Dezibel. Aber wichtig ist auch zu erwähnen, dass es, wie gesagt, die extraoralen Lärmwirkungen gibt, die auch schon bei geringeren Pegeln auftreten können. Und die zeigen sich dann außerhalb des Gehörs. Und es hängt hier auch davon ab, welche Aufgaben zum Beispiel durchgeführt werden sollen. Also ob man jetzt konzentriert arbeiten möchte, dann können bereits geringere Pegel sich negativ auch auf die Aufmerksamkeit, auf die Merkleistung auswirken. Und weiters hat sich auch schon gezeigt, dass Pegel, also unter dem gehörgefährdenden Wert, man geht ja aus von einem Wert von 65 Dezibel, wenn man dem eine längere Zeit ausgesetzt ist, dass hier bereits physiologische Reaktionen auftreten können, wie zum Beispiel eine Erhöhung des Blutdrucks oder eine Erhöhung der Herzfrequenz. Und auf der nächsten Folie sehen Sie nun, wie sich Lärm überwiegend in Kindergärten auswirkt. Nämlich in Kindergärten kommt am ehesten die extraorale Lärmwirkung zu tragen, das heißt außerhalb des Ohrs, das heißt in Form von Stressreaktionen oder im Gefühl von Gereiztheit. Man hat das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit und Konzentration gestört ist. Und wichtig ist auch zu bedenken, dass sich Hintergrundgeräuschpegel auf die Sprachverständlichkeit auswirken. Und deswegen sollten auch besonders für jüngere Kinder und für Kinder mit einer von der Landessprache abweichenden Erstsprache sehr gute Bedingungen geschaffen werden, um das gesprochene Wort auch gut verstehen zu können. Weil nämlich die Fähigkeit, dass Sprache aus dem Hintergrundpegel gefiltert werden kann, erst später richtig gut ausgeprägt ist.
Gut, also das waren jetzt mal so ein paar Hintergründe dazu. Vielen Dank, Frau Prachtl. Wir haben die Teilnehmenden dann noch gefragt, welche Geräuschquellen im Kindergarten denn sie als besonders laut empfinden. Und Sie sehen hier in dieser Word Cloud, die im Laufe des Nachmittags entstanden ist, dass das Thema Freispiel, Übergänge im Tagesablauf, schreiende Kinder, aber auch die Eingewöhnungsphase, teilweise aber auch Örtlichkeiten wie die Garderobe, die Gruppenräume, möglicherweise auch Turnsäle als besonders belastend empfunden werden oder dass hier die Geräuschquelle besonders hoch ist. Frau Musierlich, was fangen Sie mit dieser Word Cloud an und welche Tipps können Sie uns weitergeben? Wie könnte man den Tagesablauf möglicherweise verändern oder auch Raumsituationen? Ja, genau. Also bei dieser Wortkarte sehe ich eigentlich das typische Bild, wenn ich im Kindergarten bin. Lärm ist sehr komplex in Kindergärten und es gibt ganz, ganz viele Dinge, an denen man ansetzen kann. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, habe ich Ihnen das Stopp-Prinzip mitgebracht. Und zwar ist das ein Modell aus der Präventionsarbeit, wo man sich verschiedene Schrauben anschaut, an denen man drehen kann, um den Lärm zu reduzieren. S steht für systemorientierter Ansatz, das ist ein bisschen komplexer. Also T steht für technische Bedingungen, das O für die organisatorischen Bedingungen und das P für die personenbezogenen Dinge. Bei dem systemorientierten Ansatz oder bei dieser Schraube schaut man sich an, wie man als ganzes Team oder als ganze Einrichtung sich verschiedene Dinge anschauen kann, um gemeinsam den Lärm in der Einrichtung zu reduzieren. Und da zählen zum Beispiel Themen wie das pädagogische Konzept. Ist in unseren Leitbildern, die wir haben, in unseren gemeinsamen Zielen und Visionen, das Thema Stille überhaupt verankert oder das Thema Achtsamkeit, Entspannung? Hat das überhaupt eine Bedeutung für uns als Team? Bei den technischen Rahmenbedingungen, da geht es um die ganzen harten Maßnahmen, die man setzen kann. Also da geht es einerseits darum, wie ist der Raum gestaltet, welche Materialien sind da vorhanden. Und da gebe ich dir einen Tipp, dass es ganz wichtig ist, dass wir keine glatten Wände und keine hohen Räume haben wollen, weil die sehr hohen Hall produzieren. Wir möchten immer, dass der Schall geschluckt wird und das schaffen wir mit weichen Materialien. Also schauen wir uns die Räume an und schauen, wie kann ich vielleicht mehr weiche Materialien reingeben. Am besten macht man das mit schallabsorbierenden Maßnahmen, also mit Lochdecken oder schallabsorbierende Würfel und schallabsorbierende Decken. Man kann aber auch andere Dinge umsetzen. Ein weiterer Tipp ist auch das Licht, dass man auch das Licht passend zu der Tätigkeit gestaltet, die die Kinder gerade machen. Also wenn sie sehr konzentriert arbeiten, wollen wir aktivierendes Tageslicht. Und wenn ich aktive Ruhe oder Entspannung in meinen Tagesablauf einbauen will, dann möchte ich ein beruhigendes Licht, eine beruhigende Beleuchtung haben. Bei den organisatorischen Maßnahmen geht es um diese ganzen weichen Bedingungen. Also dazu zählt, wie ist der Tagesablauf gestaltet? Hat man da genügend Bewegung und können die Kinder sich wirklich auch austoben? Hat man aber auch genügend Möglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen? Und da finde ich auch diesen Rückzugsort für eine Person, also ein Kind, das sich ganz bewusst den Reizen entziehen kann, habe ich das im Gruppenraum. Das ist ein enormer Hebel und auch von den Pädagoginnen am meisten rückgemeldet, dass das wahnsinnige Auswirkungen hat. Weil besonders die Kinder, die oft als laut beschrieben werden, genau das eigentlich brauchen, weil sie nämlich oft von diesen vielen Eindrücken überfordert sind. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, alleine zurückzuziehen, dann ist das schon eine große Unterstützung. Auch das Thema der Pausen. Also wir wollen Lärmpausen schaffen, damit man sich auch wieder regenerieren kann. Und das kann man mit der Personalbesetzung gemeinsam durchdenken und durchschauen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, um raus aus dem Lärm zu kommen? Der letzte Schritt sind diese personenbezogenen Maßnahmen. Da zählt alles dazu, was man mit den Kindern erarbeiten kann oder verschiedene Projekte, das ich aus Stiftung Kinderforschen, entdeckendes Forschen, das Lernen zum Thema Klänge und Geräusche. Und das alles hilft dazu, um das Konzept laut und leise mit den Kindern erleben zu können. Weil wenn man sagt, es ist zu laut, dann haben die Kinder keine Vorstellung davon, was das konkret bedeutet, weil sie es nicht erlebt haben. Da könnte man mit ihnen das auch wirklich erarbeiten, im Bewegungsraum richtig laut schreien lassen und dann spüren, was passiert damit. Oder ganz bewusst ganz leise sein. Ein anderer
Eine andere Maßnahme ist auch, die Stimme selbst zu nutzen. Da möchte ich nochmal wirklich darauf hinweisen, dass die Belastung der Stimme im Kindergarten sehr, sehr hoch ist. Man muss oft sehr laut sprechen. Und es geht ja um Gesundheitsförderung oder dass man gesund arbeitet. Und deswegen kann man auch schauen, wie setze ich meine Stimme ein, um sie zu schonen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und das führt auch zu einer Vorbildwirkung für die Kinder. Und jetzt habe ich noch ein paar Fotos mitgebracht, die nochmal veranschaulichen, was meine ich denn, wenn ich sage, einen guten Rückzugsort. Ich meine mit einem guten Rückzugsort einen Bereich, zum Beispiel in dem Fall wurde eine Schachtel ausgerüstet, einen Bereich, wo wirklich nur ein Kind ist. Oder mit einer Beleuchtung, die wie so ein schummriges Licht hat, wo es wirklich darum geht, zur Ruhe zu kommen. Bei der nächsten Folie habe ich mitgebracht, typische Geräuschquellen von einem Kindergarten ist das Suchen und Wühlen in Lego-Kisten. Wenn man die Lego-Steine so aufbereitet, dass die Kinder nicht wirklich tief wühlen müssen, sondern schnell das finden, was sie brauchen, kann man auch da sehr schnell eine lärmreduzierende Maßnahme umsetzen. Oft genannt ist auch die Essenssituation oder Essensgestaltung. Das Besteck, das Geschirr heilt immer sehr laut und ganz, ganz viele Kinder sind in einem Raum und haben alle das Geschirr. Wenn man da eine Tischdecke drüber gibt, dann schluckt es wieder diesen Schall. Also es hallt nicht so nach, wenn man Dinge auf die glatte Oberfläche fallen lässt. Das ist ein guter Tipp. Da möchte ich gleich darauf hinweisen, immer wenn es um weiche Materialien geht, um den Schall zu schlucken, verweise ich gerne darauf, dass die Materialien schwer entflammbar sein müssen, damit sie einfach den Brandschutzbedingungen entsprechen. Aber das ist machbar und kein K.O.-Kriterium. Als letztes habe ich Filz mitgebracht, wo man auch nonverbale Signale erzählen kann, zum Beispiel bei dem Foto links, wo man einerseits den Filz in das Regal legt, um laute Geräusche, wenn die Kinder ihr Spielzeug wegräumen und meistens reinschmeißen, das ist laut. Und wenn man weiche Materialien reinlegt, schwer entflammbar, dann schluckt es wieder den Schall und eine lärmreduzierende Maßnahme ist geschafft. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man nonverbal signalisiert, wo die Dinge genau hinkommen, damit die Kinder von alleine motiviert sind, das ganz vorsichtig hineinzulegen. Und das hat man da gemacht, dass man einfach eine andere Farbe von dem Filz verwendet hat und die Gegenstände nachgeschnitten. Und so motiviert man Kinder von alleine, ohne zu sprechen, schon Dinge einfach und leise reinzulegen. Genau. Vielen lieben Dank an Sie beide für die Tipps und für auch diese theoretische Untermauerung, was das Thema Lärm betrifft. Wenn Sie zum Nachlesen noch mehr Informationen haben möchten, wie Lärmprävention gerade im Kindergarten gemacht werden kann, finden Sie hier eine Liste. Diese Linkliste steht Ihnen auch über die Website der WIK Wiener Gesundheitsförderung zum Download zur Verfügung, inklusive weiterer Materialien. Wir freuen uns auf bald, demnächst vielleicht schon beim nächsten Webinar. Auf Wiedersehen.